Der Bruder fragt, ist es erlaubt, die Sura al-Fatiha für Verstorbene zu rezitieren? Bevor wir diese Frage beantworten, müssen wir uns eine andere Frage stellen, damit wir die Antwort verstehen, inshallah. Ist es möglich, dass ein lebender Mensch etwas tut, was einem Toten nützt, zuteil wird? Ist das möglich? An Ibadat. Einige nicken. Ja, das ist möglich. Wir haben viele Belege dafür. Wir haben viele Belege in den Quellen dafür, viele Texte. Sei es in Bezug auf Istighfar, Vergebung, ist klar. Dua, Sadaqa, Spenden für andere. Ja, selbst Fasten, Pflichtfasten für andere. Hajj, Umrah, Barakallahu fik. Auch wenn es manchmal bei Fasten und Hajj und Umrah gibt, es manchmal Meinungsunterschiede unter den Gelehrten, was für eine Art von Hajj, Umrah und so weiter. Es gibt manchmal Einzelheiten, aber im Großen und Ganzen finden wir zu all diesen Dingen Belege, authentisch überlieferte Dinge. Darauf aufbauend können wir dann die Frage stellen, okay, was ist jetzt mit der Koran-Rezitation? Geht das auch, so wie es mit Dua geht, wie es mit Dhikr geht, wie es mit Istighfar geht, wie es mit Sadaqa geht? Und dann sehen wir, dass, ja, wir können sagen, die meisten Gelehrten, zum Ergebnis gekommen sind, dass es auch für die Koran-Rezitation gilt. Manche Gelehrten sagen, wenn es für Fasten geht, Fasten, woraus besteht das Fasten? Aus einer Absicht, oder? Warum soll es nicht für die Koran-Rezitation gehen? Mit der Absicht für jemand anderen. Das heißt, wir haben in der Scharia erstmal die Grundlage der Möglichkeit der Übertragung von Taten für Tod. Deswegen sagen die meisten Gelehrten von den Hanafiten, von den Hanbaliten. Es gibt einen hanbalitischen Gelehrten, Ibn Qudama al-Maqdisi. Er ist 620 nach der Hijra gestorben. Er hat ein Werk geschrieben, Al-Mughni. Und er hat in diesem Werk ein anderes hanbalitisches Kompendium erläutert. Und er hat in einem Kapitel, Kitab al-Janaiz, geht er auf die Belege und er erwähnt genau diese Frage. Er geht genau auf diese Frage und erwähnt die unterschiedlichen Belege der unterschiedlichen Meinung. Ob sozusagen ein Verstorbener Nutzen ziehen kann aus der Rezitation des Korans von einem Lebenden. Und er führt die unterschiedlichen Meinungen an und kommt zum Ergebnis, dass das möglich ist. Von den Malikiten, auch bei uns Malikiten, viele der andalusischen Gelehrten, große Imame, waren der Meinung, dass das geht. Einige von ihnen sind Ibn Rushd al-Jadd, Ra'is al-Fuqaha, der Anführer der Fiqh-Gelehrten in Andalusien zu seiner Zeit. Imam al-Qurtubi, der bekannte Mufassir, der Qadi Abu Bakr ibn Arabi. Du findest viele Gelehrte in allen Schulen, die die Meinung vertreten haben und auch belegt haben, dass man Koran rezitieren kann, mit der Absicht, dass ein Verstorbener den Lohn dafür bekommt. Es gibt auch Gelehrte, die haben gesagt, nein, das geht nicht. Sie haben gesagt, es begrenzt sich nur auf die Dinge, wie Spenden, Istighfar und so weiter. Das sind die Meinungen, es wird von Imam Shafi'i überliefert, diese Meinung, und von einigen der Shafi'i'schen Gelehrten. Aber es gibt andere Shafi'i'schen Gelehrte, wie Imam Nawawi und andere, die haben andere Meinungen vertreten. Das heißt, wir sehen erstmal, dass die meisten Gelehrten der Meinung waren, subhanallah, dass das möglich ist. Dass es grundsätzlich möglich ist. Und dass ich sogar eine Absicht fassen kann. Also ich kann das sogar zu, oder die Absicht aussprechen kann. Dass ich, wenn ich rezitiert habe, dass ich beispielsweise sage, Allahumma ja'al thawabaha li fulan. O Allah, lass diesen Lohn für Person XY sein. Jetzt zur Frage zurück. Die Ausgangsfrage war was? Darf ich die Surat al-Fatiha für Verstorbene rezitieren? Darf ich Koran für Verstorbene rezitieren? Wir haben gesagt, ja. Das heißt, darf ich die Surat al-Fatiha für Verstorbene rezitieren? Mit der Absicht der Koran-Rezitation für Verstorbene? Ja, das ist die Antwort. Na. Und ich verstehe manchmal nicht, wo dann Geschwister kommen heute und sagen, A'udhu billah und Astaghfirullah und Bid'a. Als ob das so eine sonderliche Sache sei heute. So etwas Seltsames. Subhanallah. Wir sind nicht die Ersten, die das diskutieren. Also erstens, wir diskutieren das sowieso nicht. Also wir machen kein Ijtihad, so wir verstehen. Wir sind sowieso nicht in der Position zu sagen, auf Basis von Koran und Sunna ist dies halal und haram. Nein, das machen die Gelehrten, die dazu befähigt sind für uns. Oder ich denke, keiner mit Verstand würde dem widersprechen. Oder? Und sie haben das für uns schon diskutiert.
Das heißt, jemand kann sagen, okay, ich mache das, weil 1, 2, 3. Wenn jemand das nicht möchte, dann seine Sache. Aber so zu tun, als würde es das nicht geben und so. Und sei irgendwas Sonderliches und die Person, die das machen, seien irgendwelche seltsam. Das ist schon eine Bitte an unsere heutigen Zeit. Allah. Allah.